Kapitel 3 – Der Strebsame. Papas altes Arbeitszimmer. Hier hatte der Fischer gelernt, Modelle zu bauen. Er saß auf seinem Schoß, hörte seiner schroffen, knarzenden Stimme zu, die ihn aufforderte, es immer und immer wieder zu versuchen. Beim nächsten Mal würde er es richtig machen. Der Fischer war fast da. Aber etwas in diesem Raum schien anders zu sein, als würde er beobachtet werden. Ja, wir werden permanent beobachtet hier. Ich habe dich beobachtet. Ich wollte gerade sagen, das Bild spricht bestimmt gleich. Papa? Das Gemälde, das alte Gemälde seines Vaters, des großen Fischers, es konnte sprechen. Ruhe, ich spreche. Ruhe. Mein einziges Kind, mein Fleisch und Blut. Du hättest ein großer Seemann werden können, wie ich oder wie mein Vater vor mir. Ach, Papa, hättest du diesen Tag erleben können. Papa, sagte die Puppe, ich muss das Leuchtfeuer entzünden, ein Schiff ist in Gefahr. Mein eigener Sohn. Bloß ein Lampenwärter, eine Landratte. Ach, du brauchst lediglich ein Boot und ein Netz. Beweise, dass du ein echter Seebär bist und stich in See. Ich bin kein Lampenwärter, ich bin Leuchtturmwärter. Mensch. Wir brauchen nur ein Boot. Vielleicht taugst du ja doch zu etwas. Ja. Mach weiter. Also wir müssen das Boot fertigstellen, okay. Das heißt, wir brauchen noch ein Seitenteil. Ein kleines Foto hier, das holen wir mal raus. Vom kleinen Krabbenmann. Mistkabel. Ein neuen Worldblock. Den brauchen wir bestimmt einen kleiner. So weit ist es gekommen. Oh, mein eigener Sohn. Ein Leuchtturmwärter. Hoch jetzt? Du hast Modellteile immer in den Schubladen gelassen. Schau doch mal dort nach. Was stand da? Du befindest dich in der Inneneinrichtung. Cool. Da haben wir doch schon mal was. Guck mal, das ist das. Die Steuerung für den alten Leuchtturmkram war da, auf dem Balkon. Der riesige, zur Hälfte geflutete Raum umgab ihn und unten konnte er die winzige Replik des Raumes sehen, mit sich selbst darin. Okay. Deine Mutter wäre traurig, wenn sie das noch erlebt hätte. Ich natürlich nicht. Ich habe dich immer gestoßen. Tut sich jetzt was? Das heißt bestimmt nichts Gutes. Das heißt, wir müssen... Das Ganze braucht... bestimmt einen 9-Volt-Block. Okay. Aber wir machen erstmal das Schiff unten fertig. Habe ich dir eigentlich schon... Mit einem halben Boot wirst du nicht weit kommen. Wo ist das nächste Teil? Da ist der 9-Volt-Block. Warte, das. Noch was. Da. Oh, Scheiße. Ich brauche mehr Platz. Definitiv. So.
fast geschafft. Aber machen wir uns nichts vor, du hast noch nie etwas zu Ende gebracht. So, der ist aber böse, der Pfarrer. Noch höher. Die Tür nach oben war so verrostet, dass sie nicht geöffnet werden konnte. Da ist was. Außerdem hatte Papa ihm einen Befehl gegeben. Und ein echter Seemann gehorcht dem Skipper immer. Gib jetzt Acht. Schön langsam. Ich würde ja sagen, wir müssen das herausholen. Oder das Schiff? Ich weiß nicht, was wir jetzt rausholen sollen. Was? Das ist nicht weit genug. Nö, das bringt uns nichts. Aber das kriegen wir vielleicht. Warte mal, wenn wir das Große... Das Große könnte schon hier runterkommen. Da, wo wir das brauchen. Ha! Aber von den Rätseln her gefällt mir das richtig gut. So. Wir haben das nächste Teil, was wir brauchen. Kann ja die Witzfigur gleich nochmal meckern. Mach weiter, mein Junge. Vielleicht wird ja doch noch etwas aus dir. Ja. Okay. Gib jetzt Acht. Schön langsam. Na komm, komm, komm. Na. Ah, Mist. Scheiße. Muss noch ein bisschen nach vorne. So, jetzt nochmal runter. Noch was nach vorne. Komm. Noch was? Noch ein bisschen ran. Ha! Jetzt haben wir's. Nicht mehr vom Haken. Das können wir noch von der Kirmes, ne? Gerade ein Teddybär an der Angel und schon fällt er runter. Das ist ein gutes, ehrliches Boot. Worauf wartest du noch? Alle Mann an Bord! Mach es am Steg fest. Dann werden wir ja sehen, wer für das Boot zu groß ist. Ha! Was machst du denn da, Schwachkopf? Dieses winzige Boot würde da draußen verloren gehen. Er musste seine Größe ändern. Was machst du denn da, Schwachkopf? Okay. Dieses winzige Boot würde da draußen verloren gehen. Er musste seine Größe ändern.
Müssen wir das runterlassen. Und jetzt müssen wir das so runterlassen, dass das da hinten gleich ankommt, ne? Na, wie kriegen wir denn jetzt die Größe geändert? Warte mal. Wenn wir das jetzt hochfahren. Wir müssen das nochmal einmal im Blick haben. Und dann zu Wasser lassen. Boot kommt! Na also. Ha. Und jetzt volle Fahrt voraus! Free Locomotion wäre hier noch cool gewesen. Beweg das Steuer nicht, mein Junge! Wir werden den größten Fang unseres Lebens machen. Kurs halten! Machst du denn gar nichts richtig? Naja, lass dir das eine Lehre sein. Selbst bei großen Seefahrern wie mir kann manchmal die Batterie leer sein. Nun, such eine neue Batterie. Oh, da sind die Kontakte, oder? Na doch, ist noch in Ordnung. Okay, jetzt brauche ich wieder eine Batterie. Die eine haben wir da oben hingepackt. Nee, ne? Ablegen, Kurs Ost-Nordost. Volle Fahrt voraus. Sieh dich an. Du siehst fast wie ein echter Seemann aus meinem Die Fischfangsaison hat begonnen und auch dieses Jahr sieht es wieder recht mau aus. Wir alle wissen, dass irgendwo da draußen ein großer Fang lauert. Aber werft noch nichts aus. Es heißt ein gewaltiger Sturm nach. Der Sturm nähert sich. Da beißen die Fische besonders gut an, mein Sohn. Gleich eine weitere Stunde mit atemberaubenden nautischen Nachrichten. Die Fische warten. Dreh die Winde. Werf die Netze aus. Und wie? Zu langsam, du hast es verpasst. Muss ich denn hier alles selber machen? Ach, das war die Winde. Im Herzen des Sturms, da verbirgt die Natur ihre wahre Schönheit. Hört ihr Fische, wir kommen. Oh, jetzt sind wir im echten Boot. Melden Sie sich, Trawler, wenn Sie uns hören können. Kehren Sie sofort zum Hafen zurück. Ich wiederhole, sofort zum Hafen zurückkehren. Kann man drehen? Nee, ne? Wir können auch nicht das Netz einholen. Fische zurück oder gar nicht. Das wollte ich eben eigentlich schon gemacht haben. Oh je, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Hier war das schön draufhalten, ne? Oh je, oh je. Ich mach's nicht.
Halt, mein Sohn! Du hast Mut, Junge. Das muss ich dir lassen. Dann geh, wenn es sein muss. Besteige den Turm, zünde die Lampe an. Rette alle anderen armen Seelen, die da draußen umherirren, schikaniert von ihm. Während er am Haken hochkletterte, dachte er an all die Modelle, die er gebaut, all die Tage, die er im Loch, seine Gier. Aber ihr Landratten habt nicht, alles, was ihr euch wünscht, oder aber nicht? Aber ich habe mich vor dem Sturm versteckt. Dann dachte der Fischer an all die uns und seine Besessenheit. Dieser Schatten, der vor einiger Zeit so groß erschien. Da draußen wartet ein großer Fass auf uns. Er wartet nur auf uns, mein Sohn. Los geht's. Endlich Zeit, das Licht anzumachen. Okay, jetzt mal ganz oben jetzt, oder was? Der Leuchtturm. Da fast. Ich glaube ja noch nicht, dass das das Ende ist. Okay. Draußen tobte der Sturm. Die Regeln des... Ah, das Streichholz. Jetzt etwas, um es anzuzünden. Streichholz. Wie mache ich die Packung denn auf? Muss ja wieder irgendwas mit hier zu tun haben, ne? Ach, guck mal. Er musste alle Lampen anzünden, groß und klein. Und es war nur ein Streichholz übrig, um das Leuchtfeuer zu entzünden. Wie kriege ich die Packung denn da rein? Ich muss einmal da hinten rum. Egal wie ich hier gehe, der ist immer hinten. Ah, Mist. Wenn er auch die kleinen Lampen im Modell entzünden würde. So was. Wir brauchen ja eine große Streichholzpackung. Oh Gott. Ich liebe dieses Geräusch. Jetzt hänge ich hier fest. Die drei Lampen waren angezündet, aber das Licht reichte bei weitem nicht aus. Vielleicht könnten seine kleinen Freunde im Modell helfen. Welche war jetzt an? Noch gar keine hier, ne? Wieder etwas schwieriger. Hm.
Zeit, so, die Lampen anzuzünden. Das ist schwer. Ich muss mal ran, was denn hier? So. Okay. Also müssen wir die anzünden und hinlegen. Und dann kann die kleine Figur den nehmen. Die großen Lampen im Raum müssen angezündet werden. Ja, dann haben wir jetzt nochmal die Streichholzpackung. Sehe ich jetzt gerade nicht mehr. Da. So. Och. Oh Gott. Geht das die Hand? So. So. So, wo sind die Streichhölzer jetzt? Die sind hier. Das ist echt, da muss man Geduld haben für. So, komm. Kann ich die nicht nochmal hier anzünden? Ha! Okay. Komm. Okay, der hat die... Jetzt muss ich eigentlich noch die anzünden. An den Wänden des Raums gab es drei Lampen. Ja. Ich weiß ja, wie es geht, aber... Kriege ich den jetzt? Nein. So geht's nicht. Ich dachte, die müsste ich jetzt selber anzünden.
Irgendwie muss ich an das Streichholz kommen. Weil der kommt ja nie da dran. Das sieht schon lustig aus. So. Ich habe keinen Platz mehr. Oh. Ja, jetzt vorsichtig zur nächsten Ebene. Vorsichtig zur nächsten Ebene? Hä? Was fehlt denn jetzt noch? Das ist an. Ach so. Ja, hier fehlt noch alles, ne? Ich muss definitiv irgendwie an das Streichholz kommen. Das bringt alles nichts. Oh, ne. Zeit, die Lampen anzuzünden. Verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich da rankommen soll. Ist wahrscheinlich ganz einfach. Entschuldigung. Okay. Einmal jetzt hier raus aus dem Ding. Zeit, die Lampen anzuzünden. Lampen sind an, nur meine noch nicht hier. Gott, war das schwer. Eigentlich nicht, aber man steht da manchmal auf dem Schlauch, ne? Soll ich es noch kurz ausrichten? Et voilà. Es werde Licht. Leb wohl, mein Sohn. Ich weiß jetzt, dass meine Besessenheit dich nicht mit mir nach unten gezogen hat. Auf Wiedersehen, kleiner Leckerbissen. Gute Reise, Schiffskamerad.
Okay. Schläft jemand? Draußen nicht der Sturm. Ein Zimmer, kahl, aber vertraut. Er könnte den Griff an der Decke verwenden. Mein Gott, war das dieser Bart, dieses Gesicht? Er war wach. Hey, hey, schrie die Marionette. Ich bin hier drin. Ich war die ganze Zeit hier drin. Ich bin hier. Oder hallo. Bin ich das? Hallo. Wow. Wie spät ist das? Was für ein Chaos. Weißt du, ich glaube, ich war lange genug hier drin. Ich glaube, ich muss das Meer sehen. Ach komm, gehen wir mal raus. Aber gucken wir uns noch mal ganz kurz uns an als Marionette. Errungenschaft freigestellt. Tschüss, Marionette. Na, wirklich alles kaputt, so wie wir es hinterlassen haben? Die Wolken verziehen sich, Fischfans. Wir haben einen weiteren Sturm überstanden. Fischer, es reicht jetzt mit dem Flicken eurer Netze. Zeit, eure Brötchen zu verdienen. Oh, und an alle Leuchtturmwörter da draußen. Ich finde, ihr habt Urlaub verdient. Wie lang war's? Urlaub! Egal. Anker los. Ja, kann man eigentlich gar nichts zu sagen, außer echt cooles Game. Auch wenn es jetzt relativ schnell vorbei war, also von der Spieldauer her. Aber mir hat es mega gefallen und echt schöne kleine Story. Also richtig schön, um mal irgendwie abzutauchen in VR, und ich finde, hier hat alles gepasst. Rätsel war nicht zu schwer, waren relativ okay. Gut, am Ende habe ich ein bisschen mit diesen Streichhölzern experimentiert, aber ansonsten war es eigentlich echt gut, hat mir gefallen. Und von mir kriegt das Spiel ganz klar eine Kaufempfehlung, also genial, also mir hat es gefallen. Ist natürlich Geschmackssache. Viele Leute mögen eventuell sowas nicht, die müssen irgendwie eine Waffe haben und Gegner und abballern. Aber ich kann hier auch bei sowas mal echt abtauchen, so Adventure gefällt mir echt gut, und sowas brauchen wir echt mehr in VR, mit einer schönen Story dahinter. Und genau dieses, ja, klein, groß und diese Rätsel dabei, diese Physikrätsel, echt, also mir hat es gefallen. Ja, mehr kann ich eigentlich gar nicht so sagen. Ich danke euch fürs Zuschauen und ja, wenn ihr noch kein Like gegeben habt, haut mal auf alle Videos jetzt ein Like. Und natürlich würde ich mich auch über ein Abo freuen. Also Abo-Button drücken, Glocke nicht vergessen. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.